Sie, man soll es gar nicht glauben, so was Maurer alles bringen können. In der heutigen Hochkonjunkturzeit haben sie zwei Maurer zusammengetan. Haben ein Unternehmen angefangen. Hat aber nicht lange gedauert, sind sie grundgegangen. Sind sie grundgegangen, ist eh klar. Gell? Der eine hat nichts gearbeitet und der andere hat ihm geholfen dabei. Hat nicht lange gedauert, das Unternehmen haben sie aufgelöst. Hat der eine gesagt, Nats, hat er gesagt, Nats, es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen von vorne anfangen. Alle zwei hat er gesagt, oh, mit dir tue ich nichts mehr. Hat er gesagt, an ihr der Lange, ihr Lange, du Lange. Hat er gesagt, werden wir sehen, wer weiterkommt. Der eine hat angefangen, hat Eis verkauft. Hat er sich so ein Wagerl, hat er sich schon gekauft, ist er selbstständig gefahren mit so einem Eiswagerl. Ein Jahr lang. Auf einmal rieft er den anderen. In Sepp hat der Sepp gesagt, na, jetzt da schon her. Hat er gesagt, du bist schon wieder selbstständig. Hast einen eigenen Wagen? Du hast Eis verkaufen, hat er gesagt, wie geht denn das Geschäft? Ja, hat er gesagt, ich kann nicht glauben. Hat er gesagt, wie geht's denn dir? Sagt, ich muss das ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe noch gar nicht angefangen, hat er gesagt, ich bin nur elendig beieinander. Hat er gesagt, wie schaut's denn aus? Hat er gesagt, du bist eh schon so gut im Geschäft, kannst du mir nicht einen Hunderter leichen? Hat der Arzt mit dem Eiswagel gesagt, nein, mein lieber Freund, hat gesagt, kann ich nicht. So gut, dass wir sind, hat er gesagt, aber ich muss das ehrlich sagen, ich habe mit der Sparkasse einen Vertrag angeschlossen. Hat er gesagt, und da haben wir uns vereinbart, hat er gesagt, ich darf kein Geld herleichen, dafür dann die kein Eis verkaufen.